Liebe Freunde, das ist nun ein Teil, ein Bruchteil von dem gehört, wie ich ihn hier von den Schallplatten, die ich weiter nichts als nur von Luft mitgebracht habe, vorgespielt und gehört haben, glaube ich, dass Sie sich wenigstens ein kleines Bild von dem machen können, wie groß die Not und das Elend vieler Menschen ist. Und wie Menschen jetzt wirklich, wirklich zu dem übergehen, zu dem sie gehören. Da können Menschen bitten und da können sie beten. Die Störungen, die sie wahrgenommen haben, sind einmal nicht einwandfrei so aufgenommen, das heißt, um ihnen das rein wiederzugeben. Aber auf der anderen Seite gibt es da selbst derartige Störungen, so dass man nicht in der Lage ist, die Schallplatte so rein aufzunehmen, das heißt, was wir zu hören erhielten, immer mit Störungen ist. Aber das sind nicht all die Störungen, wie sie in Lucht vorkommen. Es gibt mehrere Störungen. Die meisten Menschen, wie sie sich, was ich zuvor schon sagte, dort in Lucht eingefunden haben, sind meist unvorbereitet dort. Nach außen hin erweckt es den Schein, als wären sie schon wirklich wahre gläubige Menschen. In Wirklichkeit sind eher und mehr die Menschen nur fromm und haben das hinausgetragen, was sie in sich aufgenommen, wie sie sich in den Glauben versetzen, das wäre schon das Richtige. Bei weitem ist da selbst vieles zu bemängeln, weil ja Menschen, die wirklich das Heil suchen und auch glauben, dort zu erfahren, von vielen Menschen umgeben, die sich nicht so ruhig verhalten, wie sie sich hier so ruhig verhalten haben, sondern am Laufen stören. Nach wie vor sage ich, an so einer heiligen Stätte durften die Menschen nicht laut beten, nicht mit dem Mund, sondern mit dem Herzen. Und das würde da dann zu dem führen, dass viele Menschen nicht gestört werden von den einen so den anderen, hier aber von der großen Masse. Ich weiß, dass dadurch viele Menschen mehr das Heil erfahren würden, aber da die Störungen, die um sie sind, zu groß und zu stark sind. Nun, liebe Freunde, Sie erhalten die wirkliche Lehre. Ich selbst bin wirklich sehr ergriffen von dem, was ich da selbst gesehen, obwohl ich in diesem Erdenleben viel größere Not und viel größeres Elend gesehen habe. Aber bei weitem nicht das, wenn man den Menschen im Einzelnen näher betrachtet, selbst auch die Kranken, die wirklich hilflos sind, die wirklich auf die Hilfe ihrer Nächsten angewiesen, haben sie das alles bei weitem noch nicht erfasst. Auch diese Menschen haben sich dorthin führen lassen, indem sie versuchen, um auch gesund zu werden. Vorbereitet sind sie meistens nicht und auf der anderen Seite sind sie derart stark abgelenkt, wenn sie in diesen Rollwagen zur Grotte gefahren werden, dass sie nach links, nach rechts, nach unten, nach oben schauen und dass sie sich mit allen möglichen Dingen, die Frauen mit ihren Handtaschen, mit ihren Kettchen und die Männer mit ihren Stöcken und was weiß ich, was sie alles haben. Die meisten Menschen, die wie sie in Lourdes sind, haben einen Rosenkranz in der Hand und beten. Es ist keine Schande, wenn sie auf offener Straße beten. Aber wie gesagt, liebe Freunde, das ist mehr oder weniger nur mit dem Mund getan. Wer war mit dem Herzen wirklich dabei? Wenn ich da selbst dazu übergegangen wäre, und ich muss gerade in dieser Zeit hin, wie wenn Deutsche da sind, dann glaube ich, dass man auch mir einen Teil des Rechtes einräumen wird,
dass man den Anwesenden da selbst nicht was, sondern das sagt, was hier zur Ordnung gehört, was unbedingt notwendig ist. Nun zu den weiteren Gläubigen. Es gibt viele Menschen, die auch in Lourdes ansässig geworden sind. Und diese Menschen leben da selbst, die ein Geschäft, die ein Hotel, die eine Pension, die ein Restaurant haben, alle in dem festen Glauben. Und sie können diesen Menschen nicht um diesen Glauben bringen. Denn dieser Glaube wird Wirklichkeit, er wird Wahrheit. Diese Menschen glauben an ein gutes Geschäft. Und tatsächlich machen sie ein gutes Geschäft. Aber gehen Sie hin und fragen Sie, wie oft ich das schon getan habe. In vielen dieser Geschäfte, auch Hotels, wird Deutsch gesprochen. Ich habe viele dieser Menschen da selbst angetroffen, ich habe mit denen gesprochen und habe Fragen gestellt, ob und inwieweit sie glauben. Ich habe bis jetzt immer die Antwort gehört, an so einem Zauber, an so einer Zeremonie, an so einer Hysterie kann man nicht glauben. Nein, sage ich, aber ein gutes Geschäft, das machen sie, daran glauben sie. Ja, das Geschäft geht gut, sonst wären wir so viele Angestellte nicht hier. Schauen Sie, Freunde, wie das ins Lächerliche, wie da wieder das Irdische zum Vorschein kommt und wie Menschen aus allem ein gutes Geschäft zu machen wissen. Wie soll da dann der Heilungssuchende, der wirklich heilungsbedürftig ist, den kein Mensch helfen konnte, hier zu seinem Heil, hier wirklich zur göttlichen Ordnung geführt werden können? Ja, liebe Freunde, nicht das Glück, dass es immer hier ist. Sie selbst haben ebenfalls die Aufgabe, hier in diesem Erdenleben Gutes zu tun, damit sie im weiteren Leben, an das die Menschen heute noch nicht alle glauben können, nicht glauben wollen, weil es heute viele Lehren gibt, die vollständig entstellt sind, die vollständig irreführend sind, dass Menschen tatsächlich an ein Weiterleben, an eine Wiederverkörperung oder an ein Wiederkommen hier zur Erde nicht glauben können, obwohl es schon viele dieser Beweise gegeben hat. Wie gesagt, jeder Mensch hat die Pflicht und Schuldigkeit, sich hier, solange er hier auf dieser göttlichen Erde sein darf, Gutes zu tun, damit ihm nichts Böses widerfahre. Und damit er auch den Platz einnimmt, der für ihn von Gott so bestimmt ist. Wehe dem aber, der hier Böses tut, der sich selbst sein Gewissen belastet. Und wenn er glaubt, dass es ihm hier gut geht, dass er dadurch, wie wenn er kurz gesagt, wie Sie sich auch auszudrücken wissen, hier über Leichen geht, nicht fragt nach einem Menschenleben, dass er nur dieser Habsucht, dieser Ich-Sucht verfallen und sich hier an das heranarbeitet, gleich wie, dass er zu viel Geld kommt, dass er da dann glaubt, sein eigenes Glück besser schmieden zu können. Nein, Freunde, diese Menschen, die dem Bösen verfallen, die dem Bösen dienen, denen wird es wirklich nicht gut ergehen. Wir haben hier auf dieser Erde unsere Pflicht zu tun, nicht nur ich alleine, Sie, jeder Einzelne. Und wer sich dieser seiner Pflicht, seiner Mission, seiner Berufung, wie sie für ihn bestimmt ist, nicht weiß, so kann er sie nicht erfüllen. Er glaubte, er wäre nur auf dieser Erde, um sein alltägliches Leben so zu leben, wie es gewohnt ist, wie er sich das Erdenleben hier eingerichtet, wie er vorgearbeitet hat dafür, dass er auch mal die Hände in den Schoß legen kann, um ein sorgenloses Leben zu führen. Nein, Freunde, dazu ist es nicht. Wo bleiben Sie, wo bleibt der Nächste, wo bleibt die ganze Menschheit, wo bleibt das Leben? Was ist Leben? Leben ist Gott. Hier aber, was in Lourdes geschieht und auch anderweitig, was ich Ihnen jetzt im Einzelnen nicht aufzuzählen brauche, was Ihnen im Einzelnen auch schon bekannt sein wird, was da und dort Gutes geschieht, wo Menschen sich nicht Gutes erhoffen, sondern wo Menschen sich Gutes erarbeiten, da selbst sich einfinden und auch das Gute empfangen. Mit Recht sage ich da, Liebe, liebet das Leben, Gott. Gott ist überall. Und damit ist auch hier ein kleiner Beweis dafür gegeben, dass Gott in Wirklichkeit, in Wahrheit überall ist. Gott will aber in jedem Herzen, in dem Herzen eines jeden Menschen wohnen.
Und Sie, liebe Freunde, Sie haben in Ihrer Kindheit ein Gebet gelehrt erhalten. Ich bin klein. Und damit haben Sie Gott wirklich ein Versprechen gegeben, wo Sie weiter sagten, mein Herz ist rein, es soll niemand drin wohnen als Gott allein. Ich frage Sie, Freunde, haben Sie bis heute zu Ihrem Wort, zu Ihrem Versprechen gestanden, ja oder nein? Über den Mund brauchen Sie nicht antworten. Aber Sie selbst werden wissen, dass Sie dieses Gebetchen beiseite gelassen. Sie haben sich groß, Sie haben sich alt gefühlt und haben sich von der Kindheit losgesagt. Von der Kindheit loszusagen heißt von Gott lossagen. Sie sind erhaben geworden, ohne dass Sie es wollten. Aber Sie lebten nun einfach in dem Glauben Ihrer Vorfahren, das müsste so sein. Ich bin der Papa, ich bin die Mutti. Und meine Kinder müssen mir gehorchen. Ich bin älter als der, ich bin älter als die. Der oder die werden mich nicht belehren. Ich weiß mehr. Und so erhaben ist der Mensch. Er ist verbildet und auch eingebildet. Er ist nicht demütig, sondern er ist hochmütig geworden. Und wo bleibt der Mensch jetzt selbst? Wer sich erhöht, wird erniedrigt. Liebe Freunde, ich möchte nicht weiter ermahnen, aber nur eines Ihnen mit auf den Weg geben, dass Sie jetzt endlich bald zur Selbsterkenntnis kommen, sodass Sie auch wissen, dass Sie ein wirklich wahres Kind Gottes sind und dass Gott Ihnen ein Erdenleben geschenkt, sodass Sie ihm hier in seinem Werk, das er für uns geschaffen und dass wir hier in diesem seinen Werk tätig sein können, tätig sein dürfen. Darüber alleine müssten Sie glücklich sein. Aber wer das nicht gewusst hat, der, in dem ist dieses Glücksgefühl nicht aufgekommen und der hat ja auch Gott nicht dienen können. Also ich glaube, liebe Freunde, dass Sie mit diesem, was ich Ihnen heute wiedergeben durfte, auch wirklich jetzt das wissen, was für Sie bestimmt ist. Nun kommen Sie doch baldmöglichst zur Selbsterkenntnis. Und tun Sie erstmal, ich sage es noch einmal, all das, was Sie sehr nötig haben, tun Sie das, was Sie sich selbst schuldig sind. Holen Sie das Versäumte nach. Kommen Sie zur Selbstbesinnung. Denken Sie zurück an all das, was Sie einst im Leben im Zurückliegenden schlecht, was Sie falsch gemacht haben. Dass Sie das von nun ab alles richtig stellen und dass Sie wieder all das gut machen, was Sie schlecht, damit tragen Sie Ihre Schuld ab. Und damit werden Sie frei. Und dadurch werden Sie es würdig, das Allerheiligste zu empfangen. Nun, liebe Freunde, ich will nicht alleine nur sprechen. Auch Sie können sich hier zu Wort melden. Auch Sie können Wahres hier von sich geben. Wie Sie es nicht nur verstanden, sondern wie Sie es empfunden haben. Wenn ich nur eine Frage stelle, warum, wieso, weshalb kommen Sie zu mir? Warum glauben Sie, dass Gröling Sie wirklich helfen kann? Sind Sie schon überzeugt? Oder haben Sie mit Ihrem Nächsten gesprochen, der überzeugt ist? Schenken Sie ihm Glauben? Oder was bewegt Sie? Was bewegt Sie überhaupt, hierher zu kommen? Demnach, was Menschen hier über den einen Namen Gröning geschrieben, dass das mein Pressearchiv, das heißt, dass ich als das meinige betrachten kann, das ich gesammelt, schon sich über einen Meter hoch angehäuft und dass da selbst nur das Schändlichste von dem geschrieben wurde, was die Menschen in sich getragen und haben die Menschen ihr wahres Gesicht gezeigt, indem sie zu 99% alles frei erlogen. Aber damit haben sie viel Böses von sich gegeben.
1% von dem, was da geschrieben steht, ist etwas Wahres. Zum Teil auch übertrieben. Zum Teil auch unwahr. 1% hat man Gutes gewollt zu schreiben. Und ich muss sagen, wie ich es festgestellt, von dem ich auch selbst überzeugt bin, dass ein Teil übertrieben und ein Teil unwillig entstellt ist. Das heißt unwissenderweise, nicht erfasst. Auch da kann man Worte entnehmen, worauf die Gegenseite nur wartet, um diese Worte für sich dahingehend auszuschlachten, um mich erneut zu belasten. Warum habe ich nicht geantwortet? Warum habe ich alles über mich ergehen lassen? Darum, weil ich jetzt erst dran bin, das ist genau das Gleiche, was ich zuvor sagte, ich stelle es dem Menschen frei, erst alles Böse von sich zu geben, damit ich ihm die Wahrheit übergeben kann. Damit ich ihm die Wahrheit sagen und damit er die Wahrheit auch als Beweis an sich selbst, an seinem eigenen Körper erfährt. Und so habe ich es auch hier im Großen getan, indem ich sie alle habe reden und schreiben lassen. Und dass ich jeden den freien Willen belassen habe, dass er mich bekämpfen konnte. Auch wie wenn diese Menschen sich in den Glauben versetzen, sie könnten mich dingfest machen, um der Menschheit zu entziehen. Jetzt erst, Freunde, ist es soweit, wo ich über dieses Material verfüge. Jetzt erst kann ich antworten. Jetzt erst weiß ich auf das, was man nicht nur gesprochen, sondern geschrieben hat, so zu antworten, dass denen allen für eine schöne Zeit das Hören und Sehen vergehen wird. Dass diese Menschen in Zukunft nicht mehr daran denken werden, noch einmal derartiges zu tun, einen Menschen zu verurteilen, den sie nicht kennen. Auch nicht kennen können, weil sie es nicht gewagt haben, Gutes zu erfahren. Sondern weil in ihnen das Böse steckte und sie nur hierin ihre Aufgabe von der bösen Seite gestellt erhalten hatten, Böses zu tun. Um das Gute zu vertreiben, um das Gute zu vernichten. Um die Menschen, um das Gute, um sein eigenes Ich zu bringen. Das ist die größte Belehrung, liebe Freunde. Und Sie brauchen nicht glauben, dass nur in Deutschland so geschrieben wurde. In Südamerika gibt es auch die Zeitungen. Und so hat sich das weitergetragen. Einer schreibt von den anderen ab. Einer hört von den anderen. Und so gibt es doch so ein Sprüchlein, wie man sagt, wenn einer gut den Schwanz hebt, dann heben die anderen ihn auch.